Schönen guten Morgen, lieber Stream, schönen guten Morgen, liebe Fraktion. Der Stream läuft wunderbar. Nochmal schönen guten Morgen, lieber Stream, morgen, liebe Fraktion. Ich habe, glaube ich, noch nie eröffnet. Ich habe schon mal eine Versammlungsleitung gemacht, aber eröffnet kann ich mich nicht daran erinnern. Egal. Dieses Jahr auf jeden Fall zum ersten Mal, freue ich mich drüber. Das heißt, alle wissen jetzt Bescheid. Ihr habt das Vergnügen, dass ich heute hier die Sitzungsleitung mache. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Wir haben 10.07 Uhr. Wir haben eine Tagesordnung, die wird sich sicherlich jeder angeguckt haben. Gibt es da irgendwelche Änderungen? Sehe ich nicht. Dann wir, was denn? Jetzt, okay, aber dann ist er jetzt erstmal so fertig, wie sie jetzt ist. Wir haben aber am Anfang, wie üblich, eine Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Da sind wieder drei aufgelaufen, die sind auch eingetragen. Da geht es einmal um das um Personaljahr, 15 Minuten, Gesundheit, Familie, Daniel, der hoffentlich dann zeitig noch. Da ist noch eine Wortmeldung. Olaf? Ich hätte gern auch noch 10 Minuten an nicht öffentlichen Teil. Es geht da also maximal 10 Minuten. Ich möchte eigentlich nur was kurz anfragen in der Fraktion und ein kurzes Meinungsbild haben. Aber das wäre wirklich gut, wenn das, weil es Taktik ist, nicht im öffentlichen Teil stattfindet. Gut, dann werden wir versuchen, nee, nicht, dass nicht Plenum, sondern Taktik, ja, okay, allgemein. Gut, das ist auch eingetragen. Jetzt letzte Änderung, Michel. Ich hätte gerne auch 10 Minuten, um kurz zu berichten, was gestern in der Staatskanzlei besprochen wurde. Gut, das bedeutet, wir sind aber jetzt bei 70 Minuten, nicht öffentliche Teile, damit, sollten wir. Ja, das wird der, das hat warum der kann ich auch gerne noch eben sagen, weil das was zu tun hat mit. Also ich mache die Versammlungsleitung. Ich denke mal, das haben wir nicht vorgesehen, dass es begründet wird. Der Antrag ist gestellt, nicht öffentlichen Teil. Und darüber sollten wir dann jetzt abstimmen. Wir haben 70 Minuten. Nicht öffentlichen Teil. Ist jemand dagegen, dass wir das durchführen nach der Pause natürlich wie immer? Niemand dagegen? Gut, dann machen wir das so. Dann kommen wir jetzt mit großen Schritten zu Top 2, Bericht des Vorstands an der Pressestelle. Und wie ich das so immer vernommen habe, fängt der Ingo da gerne mit an. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben in dieser Woche das Plenum auf der Agenda, logischerweise. Wir haben jetzt zum ersten Mal mit diesem Kommunikationsfahrplan gearbeitet. Vielleicht hole ich da ganz kurz mit 2,5 Sätzen aus. Es gibt ja diesen Gesprächskreis der Beteiligten für unsere PR-Optimierung. Der hat bereits ein paar Mal getagt und es gibt verschiedene Ergebnisse, die wir jetzt bereits umsetzen wollen. Wir sind sicherlich noch nicht fertig mit sämtlichen Diskussionen. Da gibt es noch weitere Termine in absehbarer Zeit, aber wir wollten jetzt nicht bis zum offiziellen Ende von diesem Arbeitskreis warten, um mit den Dingen, die wir bereits besprochen haben, loslegen zu können. Die Regelungen, die wir uns überlegt haben, haben wir ja am Freitag kommuniziert. Da gibt es eine Mail von Michel an alle @. Da würde ich empfehlen, diese E-Mail, sofern noch nicht geschehen, nochmal im Detail durchzulesen. Auf 2 kleine Punkte würde ich gerne nochmal detaillierter eingehen, weil man sie vielleicht in dieser doch recht langen Mail vielleicht übersehen könnte. Das sind Fristen. Wir möchten gerne, so waren wir uns einig in dieser Arbeitsgruppe, weg von spontanen Pressemitteilungen, die planbar gewesen wären, um einfach mit ein bisschen mehr Ruhe und einer Vorlaufzeit uns optimaler mit diesem Inhalt und den Texten zu beschäftigen. Um das zu erreichen, gibt es nun donnerstags um 15 Uhr eine Frist, wo wir alle MDL bitten, die Kommunikationswünsche für die nächste Woche an die Pressestelle zu melden. Wie gesagt, wir sprechen von absehbaren Themen, wie beispielsweise Tops bei Ausschüssen oder sonstigen Terminen, die halt eben da schon feststehen, sodass wir da halt eben
sämtliche Kommunikationswünsche berücksichtigen können. Freitags vormittags gibt es dann einen Joe Fix von Michelle und der Pressestelle, wo wir dann sämtliche eingereichten Termine und Themen entsprechend sortieren und bewerten und auch in Anlehnung an unsere Schwerpunkte der Fraktion entsprechend einsortieren und dann festlegen von für jedes einzelne Thema, wie wir das in der nächsten Woche kommunizieren wollen, sei es über Pressemitteilungen oder über Blog oder über Facebook, über Twitter, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und da gibt es dann anschließend einen Kommunikationsfahrplan am Freitagnachmittag, der dann an alle Ad wiederum verschickt wird, sodass jeder entsprechend Bescheid weiß, was dann in der nächsten Woche zu tun ist. Und wie gesagt, die betroffenen MDL werden auch nochmal persönlich angemeldet, weil erfahrungsgemäß gehen ja diverse Mails auf der Mailingliste auch gerne mal unter. Und damit das verhindert wird, schreiben wir natürlich die betroffenen MDL und die Referate nochmal dezidiert an und bitten dann um entsprechenden Zuarbeit, was die Grundtexte oder die Stoßrichtung oder die Ausarbeitung der jeweiligen Botschaft angeht. Die sollte dann im besten Falle 24 Stunden vor der angedachten Veröffentlichung bei der Pressestelle sein. Es geht also bei dem Donnerstagsfrist nicht darum, bereits schon ganze PM-Entwürfe geschrieben zu haben, eine Woche vorher, sondern wenigstens mit einem Stichwort das Thema. Die Ausarbeitung von den Botschaften sollten dann 24 Stunden, also am Tag vor der Veröffentlichung bei der Pressestelle sein, sodass wir dann, ich sag mal, mit etwas mehr Ruhe und Vorlaufzeit uns um die Kommunikation entsprechend kümmern können. Das würden wir gerne ab sofort umsetzen und noch weitere Spiegelstriche, die aber dann in dieser Mail sind, die würde ich jetzt dann einfach euch anheimstellen, diese E-Mail bitte zu lesen. Wir haben das jetzt für diese Woche schon gemacht, fürs Plenum. Auch das wurde ja bereits am Freitagnachmittag kommuniziert. Natürlich äußern wir uns am Mittwoch zu den großen Themen im Plenum, wie zum Beispiel Familienbericht mit der unterrichtenden Landesregierung und dem Nachtragshaushalt und dem Thema Flüchtlinge. Aber natürlich auch zu Top 6, unserem Internet für Flüchtlinge, unserem Antrag. Und am Donnerstag zu unserem Antrag Betreuungsgeldanträge und zusammen mit einer PM zu den beiden Top 7 und 11, zumindest nach damaliger Nummerierung, einmal die Sperrklausel und die Ehrenamtsgeschichte in den Kommunen, sodass wir da unsere Piratenposition auch nochmal entsprechend kommunizieren. Soweit das Wichtige. Ja, vielen Dank, Ingo. Jetzt gab es eine Wortmeldung von Grumpy. Genau, kurz um Ingo da auch noch zusätzlich zu unterstützen. Ganz liebe Grüße von gestern Abend aus der Bundespresserunde. Es ist sehr gut angekommen in Form der vorbereiteten Themen für kommende Woche. Und unser abgelehnter aktueller Stundenantrag wird auch wohlwollend dann jetzt seitens der Bundespresse eventuell zusätzlich nochmal bespielt. Es gab da ja schon auf Bundesebene etwas und die Aspekte, die wir dann da noch mit eingebracht haben, sind dann entsprechend schon einfach mal mit eingesammelt worden. Ach ja, gut. Und danke Simone für gestern. Dann kannst du eigentlich direkt weitermachen, weil du hast ja bereit erklärt im Bericht des Vorstands. Was? Nee, erst Fraktionsgeschäft. Erst Fraktionsgeschäft, so, steht da nicht drauf. Alles klar, dann bitte Hartmann. Ja, zwei Dinge, die ich berichten möchte. Zum einen, wir sind im Augenblick dabei, mit dem Bereich Presse und mit dem Bereich Kampagne neue Informationstools zu entwickeln. Der zweite Punkt ist, wir haben gestern in der Referentenrunde vereinbart, dass das PET zur Vorbereitung des Plenums optimiert wird. Und wir haben beschlossen, dass die Referentenrunde zukünftig auch in den Sitzungswochen stattfindet, an denen das Plenum stattfindet, um optimal auf das, was im parlamentarischen Bereich passiert, vorbereitet zu sein. Das ist es. Guter Plan, glaube ich. Und jetzt bist du dran, ja? Genau, danke. Dann erweitere ich eben kurz. Wir hatten kurz noch ein paar organisatorische Sachen angesprochen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt auch montags in einer Plenarwoche eine Referentenrunde machen werden, um die Plenarpads besser vorzubereiten. Dann kurze Erwähnung, dass ja noch eine weitere Unterrichtung ansteht, dass noch Termine, die sich im nächsten Jahr aufgrund von Verfristungen ein bisschen verschieben, landtagsintern, unsere Raumbelegungsgeschichten für kommendes Jahr. Muss gerade selber nochmal nachschauen. Nochmal kurz interne Rechnungen. Bitte. Unsere Sitzung nächste Woche.
unsere Sitzung, jetzt kannst du ja gleich. Spontan eigentlich aber nichts Weltbewegendes, sage ich mal. Gibt es insgesamt von meiner Warte, für meinen Part Fragen? Gut, ich nehme an, das sind dann keine. Ja, ergänzen noch, dass wir gesagt haben, auch, dass wir uns nächste Woche, obwohl sitzungsfreie Zeit ist, auch treffen im Vorstand, weil es ist eine Menge zu tun. Das war der Top 2. Insgesamt keine Rückfragen, danke dafür. Dann kommen wir jetzt zum Top 3 Umlaufbeschlüsse. Da gab es einen, der hat nicht das nötige Quorum erreicht. Da geht es um einen Antrag, ehemals Oppositionsantrag, der mal abgelehnt wurde, aber den dann halt die Regierungsfraktionen neu eingebracht haben, der inhaltlich ja, kommentiert wurde, aber er hat halt nicht das Quorum erreicht. Deswegen müssten wir ihn jetzt hier nochmal abstimmen. Und deswegen gibt es zu dem Antrag noch Fragen, Punkte, ja, Grumpy? Ich möchte nur gerade positiv erwähnen, das ist also die Drucksache 169793. Und mehr oder weniger haben fast alle im Umlauf schon dafür gestimmt. Es waren nur nicht die nötige Anzahl. Und laut unserer Wahlordnung geht das Ding dann jetzt seinen Gang. Ich möchte noch mal klar machen, es geht nicht um den Meinungsbild zum Antrag, also nicht eine Abstimmung im Plenum. Es geht, ob die Piratenfraktion gerne Mitantragsteller sein möchte. Darum geht es. Es ist ja jedem freigestellt und ich glaube, das war eine große Mehrheit, die im Plenum dafür stimmen wird. Hier geht es einzeln allein um die Frage, ob wir SPD-Grüne bitten wollen, mit auf den Antrag als Mitantragsteller zu gehen. Und daher jetzt die Frage, wer ist dafür? Wer möchte das? Nein. Das müssen wir dann jetzt aufschreiben. Das ist, glaube ich, die Runde. Wer ist dagegen, Mitantragsteller zu sein? Das war's. Okay, und wer enthält sich? Okay, dann hat das hier eine Mehrheit gefunden. Und dann würde ich den PGF bitten, das Notwendige in die Wege zu leiten und zu hören, ob es einen Neudruck gibt oder nicht. Gut, dann sind wir mit Riesenschritten beim Top 4 angekommen. Plenarpad. Da hat es seit gestern eine Menge mehr Eintragungen gegeben. Das ist sehr gut. Gucken wir gerade. Änderungen, Unterrichtung, da gibt es Kommentare? Gibt keine Kommentare, okay. Unterrichtung der Landesregierung Nummer 1, Familienbericht. Die ist zeitlich verkürzt worden. Hat also ein paar Änderungen in der Tagesordnung gegeben, dadurch, dass der Punkt 3 jetzt auch noch größer geworden ist. Punkt 2 ist aber... Ja, Redner ist drin, genau. Punkt 3 ist ein großer Punkt geworden, zusätzlich zur Unterrichtung, die ebenfalls neu dazugekommen ist, habe ich gesehen, Dietmar, ist auch noch der FDP-Antrag, Aktionsplan Integration, der eigentlich am Donnerstag ursprünglich war oder zumindest auf einem eigenen Tagesordnungspunkt hatte, ist da jetzt auch noch mit reingepackt worden. Und jetzt gab es Wortmeldungen. Zuerst habe ich gesehen Dietmar, dann Grumpy, dann Simone. Danke Frank. Ja, was mir so ein bisschen
was mich so ein bisschen ärgert oder was mir eigentlich aufstößt, ist die Tatsache, dass die Landesregierung hier ganz offensichtlich plant, ihre phänomenalen Verhandlungsergebnisse vorzutragen im Rahmen der Unterrichtung. Michel war ja, glaube ich, gestern Abend schon, ist schon mal vorab unterrichtet worden, also sprich die Fraktionsvorsitzenden. Ich hätte gerne mal gewusst, wie es denn dazu kommt, dass die Unterrichtung der Landesregierung oder wie das denn überhaupt so zusammenhängt, die Unterrichtung der Landesregierung, das kann sie ja immer machen. Sie kann über grünen Rasen berichten, sie kann über Sommerfest berichten, sie kann über politische Dinge berichten, sie kann auch von mir aus über Ergebnisse und Konsequenzen aus dem Flüchtlingsgipfel berichten. Dann mag sie das tun. Wie das aber hier offensichtlich führend vor Einbringung des Nachtragshaushalts in einen Tagesordnungspunkt zusammenkommt mit der Einbringung des Nachtragshaushalts, das hätte ich gerne mal gewusst. Okay, das war jetzt eine Frage an PGF, ganz so kurz. Es gibt die GO her, die Landesregierung kann jederzeit und so oft sie möchte hier eine entsprechende Unterrichtung beantragen. Es ging um die Verknüpfung. Und die Frage war nicht. Noch obendrein und die, die Frage, Entschuldigung, Grumpy, Moment, ich hatte. Moment, ich, darf ich? Ja. Häppchenweise. So. Und Punkt 2, rein aus zeitökonomischen Gründen geschuldet, war der Vorschlag, dem alle Fraktionen zugestimmt haben, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Interessant finde ich, ob die Landesregierung wieder so geschickt sein wird, ihr Zeitfenster eigenmächtig, wie bei der vergangenen Unterrichtung, aus PR-strategischen Gründen zu verdoppeln, sag ich mal, wie es beim letzten Mal passiert ist. Denn ich glaube, das wird für ein wenig Unmut auch innerhalb der rot-grünen Fraktion angesichts des Abendtermines innerhalb dieses Hauses führen. Auch dies als Erfahrung, zwei Abendtermine, vielen Dank, auch dies aus der Erfahrung des vergangenen Plenums heraus. Es geht also wirklich tatsächlich um eine Zeitentscheidung. Okay, ich kann kurz ergänzen, es bringt für uns die doppelte Redezeit gegenüber dem ursprünglichen. Insofern, jetzt würde ich erst Simone dran nehmen wollen und falls da noch eine Nachfrage kommt, Dietmar. Ja gut, ich habe das jetzt gerade erst gesehen, dass der Antrag von Donnerstag, wo ich eigentlich reden wollte, jetzt damit reingerutscht ist. Frage ist, ich stehe ja zwar in Klammern als dritter Redner hinter. Ich würde aber sagen, der FDP-Antrag ist fast das gleiche wie der CDU-Antrag, bloß handwerklich schlechter gemacht. Da muss ich jetzt nicht unbedingt zu reden. Also wenn ihr das in einem Topf abspült, den CDU und den FDPler, die ja beide in die gleiche Richtung gehen, ist das für mich in Ordnung. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass ihr mir bitte bis zum Ende der Fraktionssitzung Bescheid sagt, weil ich habe heute Abend auch noch Termine, würde mich dann gerne darauf vorbereiten wollen. Danke. Okay, alles klar, aber ich denke, das integrieren wir dann. Gab es noch eine Rückfrage jetzt zu dem Punkt? Ja, okay, Dietmar. Ja, Grumpy, du sagtest gerade, das haben alle Fraktionen zugestimmt, dass die Unterrichtung mit dem Nachtragshaushalt kombiniert wird. Ich möchte das jetzt hier nicht öffentlich auswalzen, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich bin schlicht und ergreifend dagegen. Als Sprecher in Haushalt und Finanzen bin ich dagegen, diese Unterrichtung, ja, also diese Unterrichtung zu kombinieren. Und ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, dann das zu torpedieren, weil ich hier einfach eine ganz klare Verletzung parlamentarischer Rechte sehe. Die Landesregierung kann, das hast du richtig ausgeführt, das habe ich ja auch gesagt, jederzeit über jeden Aspekt politischen Handelns der Landesregierung unterrichten. Kann sie tun, isoliert. Aber das ist, ja Moment, dass aber hier in einen Tagesordnungspunkt die Unterrichtung der Landesregierung mit dem Budgetrecht des Parlaments vermischt wird, das ist ehrlich gesagt ein unverschämter Vorgang. Die Landesregierung hat hier nicht die TO zu kapern. Und das hat sie getan. Und ich weiß nicht, wieso wir da zustimmen müssen. Warum oder welche Folgen es hat, wenn wir nicht zustimmen. Sie können es auch so machen. Es mag vielleicht auch daran liegen,
Es mag vielleicht auch daran liegen, dass, dass der Ältestenrat geschwächt ist. Das kann ja sein. Es kann auch daran liegen, dass das Präsidium geschwächt ist, weil eben jemand eine, ich sag mal, vielleicht eine kritische Stimme dort fehlt. Aber wenn ich das richtig sehe, beschließt doch die Tagesordnung der Ältestenrat, nicht die PGF-Runde. Und der Ältestenrat hat letzte Woche Mittwoch getagt eine Tagesordnung gemacht. Und am Donnerstag kam der Antrag der Landesregierung, wir möchten bitte noch eine Unterrichtung haben. Dann frage ich mich, hat der Ältestenrat danach nochmal getagt und hat das abgestimmt oder nicht? Was läuft hier in diesem Haus? Das möchte ich gerne wissen. Grumpy, das geht nicht gegen dich, muss es ganz klar zu sagen. Sondern es geht einfach darum, dass wir uns hier, ich sag mal, ein über das andere Mal im Prinzip auch ein bisschen über Löffel barbieren lassen. Und ich sehe das ehrlich gesagt nicht ein. Warum sollten wir das immer alles hinnehmen, so wie das hier kommt? Die Landesregierung quäkt und wir sagen, ja, ist in Ordnung. Nee, bin ich nicht für. Die Landesregierung ist Mist. Oder hat sich das jetzt irgendwie plötzlich geändert? Ja. Okay. Der Punkt ist, nach der Ältestenrat hat letzte Woche die Tagesordnung festgelegt. Danach kam die Unterrichtung. Die Präsidentin hat die Unterrichtung zugelassen und hat es eingebaut. Die PGFs haben es eingebaut. Die Entscheidung ist gefallen. Wenn wir dagegen sind, wäre sie mehrheitlich gefallen. Die Präsidentin hat das letztendlich als Verwaltungshoheit hier zu verantworten. Und so ist das jetzt vom Landtag festgelegt. Das ist nicht die Landesregierung hat die Bitte zur Unterrichtung gestellt. Und wir haben hier, nicht, also wir im Anführungsstrichen der Landtag, die Verwaltungsgremien haben hier dem zugestimmt. Und das ist dann jetzt so. So, die zweite und dritte Lesung wird sicherlich nur zweite und dritte Lesung sein des Haushalts. Hier bei der Einbringung haben wir die Unterrichtung davor. Jetzt gibt es eine Wortmeldung, ich weiß nicht, wer davor war. Daniel und dann Grum. Dietmar, ich verstehe total deine Kritik an dem Punkt. Ich habe mich zu Tagesordnungspunkt 2 nicht gemeldet. Da ist ein analoges Vorgehen. Eine Unterrichtung, es gibt vereinbarte Redezeiten hier im Haus. Ne? Dann ist das eben 2020, 16, 16, 16 bei einer Unterrichtung. Hier gibt es jetzt zu Top 2 eine Mitteilung der Landesregierung, die möchten nur 10 Minuten reden. Und ich sage mal, der Landtag entnimmt daraus, dass auch die Redezeit der Fraktionen damit halbiert sind. Das ist, gelinde gesagt, Mumpitz. Ne? Die Landesregierung darf jederzeit auch nur 10 Minuten reden bei einer Unterrichtung. Das wirkt aber sich formell nicht auf die Redezeiten der anderen Fraktionen aus. Macht es aber auch nicht besser. In dem Tagesordnungspunkt, ich habe jetzt da die Füße stillgehalten, weil ich es nicht allzu schlimm finde. Ich sage mal, das ist bezeichnend genug, dass die Landesregierung zu ihrem Familienbericht, der nach 25 Jahren dann erstellt wird, nur noch 10 Minuten irgendwie was zu sagen hat. Das ist okay, das reicht dann wohl als Abschiedsgala für Frau Ministerin Schäfer. Da kann sich dann jeder sein eigenes Bild letzten Endes zu machen. Können wir mitspielen. Was hier Top 3 dann an der Stelle angeht, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, der Ältestenrat, der beschließt zumindest hinsichtlich der Tagesordnung im Großen und Ganzen gar nichts. Der formelle Weg ist, dass die Präsidentin sich mit dem Ältestenrat berät. Und die Tagesordnung selber setzt die Präsidentin fest. Ja? Das heißt, der Ältestenrat braucht auch nicht, wenn dann Donnerstag die Unterrichtung angemeldet wird, nochmal irgendwie tagen. Da wird dann gegebenenfalls nochmal Rücksprache gehalten. Ich vermute, dass das passiert ist hinsichtlich oder in Richtung der PGF. Da können wir uns auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln, da ändern wir nicht allzu viel. Leider Gottes hat der Bürger in Nordrhein-Westfalen uns eben nicht die Mehrheitsverhältnisse mitgegeben, dass wir das hier von uns aus bestimmen können oder gar den oder die Präsidentin stellen können. Also wir können, ich sag mal, ich finde das auch kacke irgendwie vom Verfahren her, aber letzten Endes machen wir nicht wirklich was daran. Das ist einfach so. Okay, danke nochmal für die Klarstellung. Und Dietmar, ein letztes Wort. Ja, danke. Frank, du hattest eben netterweise erwähnt, naja, wir hätten ja die doppelte Redezeit. Das ist natürlich überhaupt ein ganz schwaches Argument, wenn ich das mal mit Verlaub sagen darf, so, ja. Weil wir haben bei der Unterrichtung der Landesregierung bei 20 Minuten Redezeit 16 Minuten. Das ist so. Ja? Nämlich dann im Rahmen der Aussprache.
Wir haben eine Einbringung eines Nachtragshaushalts, Volumen von fast 1 Milliarde. Sehr schön. Da hätten wir, wahrscheinlich wäre das wahrscheinlich so Block 2, vielleicht auch Block 1, weiß ich nicht. Dann haben wir aber auch noch zusammengepackt, weil da überall so das Wort Flüchtlinge in den Anträgen steht, noch diverse andere Anträge, die alle nicht so zwingend was mit dem Nachtragshaushalt zu tun haben. Teilweise natürlich schon. Insofern, als die Kommunen das Geld bekommen wollen und so weiter und so fort. Aber all die Anträge, die hier noch so mit verwurstet werden, sind es wert, selbst debattiert zu werden. Bitte? Nicht? Ja gut, vielleicht nicht. Das ist aber dann eine inhaltliche Bewertung. Aber vom Thema her sind sie es doch alle wert, gerade auch was die aktuellen Pressemitteilungen angeht, zum Beispiel Integration für Flüchtlinge. Und wenn ich dann lese, NRW lehnt getrennte Heime für Christen und Muslime ab und die Presse ist voll von und Morgenmagazin, ich weiß nicht, war alles voll davon, dass dann jetzt hier die Ethnien trennen sollen und so weiter und so fort. Unglaubliche Vorgänge. All das wird jetzt dann in diesen Block mit reingepackt. Und der Landeshaushalt, ich sage das nochmal, der Landeshaushalt geht darin unter. Mal ganz zu schweigen von den inhaltlichen Fragen für 2016. Und das ist aber doch sehr wichtig, also zumindest finde ich das. Vielleicht bin ich da auch eine Einzelmeinung. Also ich sehe hier keinen Vorteil dadurch, dass wir 16 Minuten haben, sondern im Gegenteil. Ich sehe einen Nachteil, dass wir durch die Unterrichtung auf die 16 Minuten begrenzt sind, vor dem Hintergrund der weiteren Anträge und des Nachtragshaushalts. Sonst hätten wir nämlich, ich sag mal, 25, vielleicht 30 Minuten insgesamt, wenn man das so behandeln würde, wie es vielleicht auch sachgerecht wäre. Und wenn ich dann lese, dieses Papier aus Berlin, Zusammenfassung und, das ist ja nicht nur mal eben so ein bisschen Nachtragshaushalt, da sind ja auch Regelungen drin enthalten, die zum Beispiel in Oliver auf die Bühne bringen könnten, wenn ich an die Regionalisierungsmittel denke. Ja, die nämlich über 2019 hinaus, das wird mal eben kurzerhand auf dem Flüchtlingsgipfel beschlossen, dass über 2019 hinaus 8 Milliarden, das wird aufgestockt auf 8 Milliarden bundesweit, und über 2019 hinaus sollen diese Regionalisierungsmittel für Schienenpersonennahverkehr und öffentlichen Personennahverkehr aufrechterhalten werden. Das ist ein Thema, das hat mit Flüchtlingen bedingt was zu tun, ja, aber das war, ich sag mal, so ein bisschen auch wahrscheinlich ein Köder für die jeweiligen Länderminister. All das ist diskussionswürdig, auch im Rahmen eines Nachtragshaushalts. Und da reichen die 16 Minuten unter Umständen eben gerade nicht aus, um hier eine ordnungsgemäße Debatte vor dem Hintergrund des Nachtragshaushalts in Zusammenhang mit dann auch der Flüchtlingsproblematik, so nenne ich das mal, und allem, was damit zu tun hat, tatsächlich sauber durchzuführen. Und von daher, dieses Argument halte ich auch für nicht gerade so besonders gut, von wegen, wir hätten mehr Redezeit. Im Gegenteil, wir haben zu wenig. Okay, danke Dietmar. Nur noch kurz, es ist kein Argument gewesen, es war nur als Fakt dargestellt, 20 Minuten zu 16 Minuten haben wir jetzt, 16 Minuten zu 8 Minuten war es Block 2 vorher. Es ist nur der Fakt, nicht das Argument, ansonsten bin ich durchaus hier bei euch beiden und dachte jetzt eigentlich zum nächsten Plenarpunkt top übergehen zu können, aber der große Vorsitzende möchte noch ein letztes Wort zum Besten geben. Thomas, die Sitzungsleitung, wenn du mir nicht das Wort gibst, habe ich halt Pech gehabt. Oder so ähnlich. Oder ich reg mich dann total darüber auf. Nein, Dietmar, ich gebe dir grundsätzlich recht. Einziges Problem oder einziger Punkt hier ist, in diesem Nachtragshaushalt geht es nur um die Erhöhung von Mitteln, die in den Bereich Flüchtlinge fließen. Das heißt, die Verknüpfung des Nachtragshaushalts hier mit dem Thema Flüchtlinge, weil es wirklich um nichts anderes geht, wenn man sich diesen Nachtragshaushalt anguckt, da steht, wird also nichts geändert, was irgendwie nichts mit Flüchtlingen zu tun hätte. Und schon sind wir bei dem Punkt, dass im Grunde genommen die Diskussion tatsächlich zusammengezogen werden kann. Andererseits, wenn du jetzt sagst, ich habe doch was in dem Haushalt, das nichts mit Flüchtlingen zu tun hat, dann hat mir diese Information bis jetzt gefehlt. Und dann hat sie auch dem Grumpy gefehlt, als er zugestimmt hat, dass die Themen zusammen behandelt werden können, müssen, dürfen. Also, ich sehe gut, nichts. Dann sind wir aber, danke nochmal dafür, dann sind wir jetzt aber beim Punkt 4 am Mittwoch. Nachhaltige Qualität bei der Inklusion gewährleisten ist vollständig aus. Was denn jetzt noch? Wir sind doch durch bei dem Punkt. Was haben wir denn jetzt noch?
Können wir das nicht nach der Sitzung ausdiskutieren? Nee, folgendes. Kinder, gibt es nicht eine Möglichkeit, das nochmal aufzubohren? Denn der Punkt, der hier in der Tagesordnung prangt, über allem, ist nicht, Michel, wie du sagst, der Nachtragshaushalt im Zusammenhang mit Flüchtlingen. Nein, es sind Ergebnisse und Konsequenzen. Dietmar, der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Regierungschefs. Wir haben hier im Moment, wir haben hier keine Mehrheit im Haus im Moment und können deswegen, wir haben auch nicht die, das Präsidium. Gut. Wir können die Tagesordnung jetzt nicht ändern. Wir werden daran arbeiten, auf jeden Fall. Da bin ich mit dir dabei. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt würde ich halt gerne zum Top 4 kommen. Der war fertig. Bringt das noch einen Mehrwert jetzt? Ja. Einen letzten. Ich habe hier noch gar nichts, ich habe hier noch gar nichts heute gesagt. Würdest du dann bitte das sagen, was du sagen möchtest? Ja, wenn ich das Wort und die Aufmerksamkeit... Du hast jetzt das Wort, du kannst jetzt das sagen, was du sagen möchtest. Setz das doch gegenüber deinem Fraktionskollegen auch durch. Ich finde es etwas fatalistisch, die Herangehensweise zu sagen... Wir haben hier nicht die Mehrheit und wir haben hier alles zu schlucken, was uns von Regierungsseite vorgesetzt wird. Da würde ich mal sagen, wenn ich der Einzige in der Runde bin, ich bin nicht dieser Ansicht. Und es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Ich möchte einfach nicht, dass hier in öffentlicher Runde das so stehen gelassen wird. Wenn du das nicht gesagt hättest, hätte ich hier gar nichts gesagt. Und damit will ich es auch belassen. Es gibt die Möglichkeit, im Zweifel stellt jemand den Antrag vor Eintritt in die Tagesordnung auf Änderung oder man muss das halt ganz auch vorher noch kommunizieren und versuchen, das zurückzudrehen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, Frank, und möchte das nicht so fatalistisch sehen, wie du das hier gerade behauptet hast. Danke. Gut, danke für die Anmerkung, Nico, den nehme ich gerne auf. Den Nachsatz, den du jetzt gerade gesagt hast, den habe ich weder gesagt noch gedacht, sondern mich hier eigentlich mit einem Tagesordnungspunkt beschäftigt, wo ich glaube, dass wir morgen auch zustimmen werden, beziehungsweise in der zweiten und dritten Lesung zustimmen werden. Also etwas, was überhaupt nicht kritisch ist, das Verfahren, können wir, glaube ich, gerne an anderer Stelle nochmal besprechen. Auch völlig klar, dass die Unterrichtung der Landesregierung ein Instrument ist, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist ganz, das wissen wir, dass das so ist. Und wir können uns gerne mal einen Fahrplan überlegen bei der nächsten Unterrichtung, wie wir, wenn die Unterrichtung bekannt gemacht wird, dagegen vorgehen. Die Unterrichtung ist seit Donnerstag bekannt. Ich halte es nur jetzt im Moment, am Tag vor der Sitzung, nicht besonders für zielführend, sich jetzt hier darüber zu unterhalten. Das war mein Punkt. Und ich würde jetzt tatsächlich zum Punkt 4 kommen wollen. So, ich mache die Sitzungsleitung. Kann ich das denn nicht mal durchsetzen? Macht man das? Ja, dann bin ich doch scheiße. Weil ich sehe es halt einfach nicht an, dass wir sonst weiterkommen. Also, Punkt 4. Ja, komm, lass ihn doch passen. Das Problem. Ja, so, der ist ausgefüllt. Punkt 5 ist eine Überweisung. Punkt 6. Ist fertig. Punkt 7, allgemeines Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusion. Da fehlt die Abstimmungsempfehlung, aber da es eine Überweisung ist, kann man das ja einfach nachtragen. Punkt 8, da ist noch ein Fragezeichen hinter beim Thema Redner. Marc? Ja, das kann ich machen. Macht Marc, okay. Punkt 9, Weichenversicherung Nordrhein-Westfalen ist geklärt, Gesetzesänderung WDR-Gesetzes ist geklärt, Eilantrag haben wir nicht. Es lädt das Pad gerade wieder, verdammt, Entschuldigung. Mein Pad macht gerade einen Reload, können wir da mal bitte scrollen, wo wir gerade sind. 8, 9, direkte Abstimmung. Punkt 9, direkte Abstimmung. Direkte Abstimmung, sicheres Nordrhein-Westfalen, seit wann ist das direkte Abstimmung? Ich denke, dass es eine Ablehnung wird, müsste aber da an Dirk verweisen, weil das sein Antrag ist gerade. Das ist eine Ablehnung, ne? Genau. Das müssen wir noch antragen. Entschuldigung. So, Punkt 10. Jetzt bin ich wieder da. War klar, Eilantrag hatten wir nicht. Bundeswehr. Genau, da
Ablehnung, das wird eine Einzelmeinung sein, denke ich mal. Das ist ein gemeinsamer Antrag von 4 Fraktionen ohne uns. Wir hatten dazu ja ein Meinungsbrötchen in der Runde. Welche Fragen? Gibt es Fragen zu dem Punkt oder ist das alles? Warten wir gerade, bis es sichtbar ist. Punkt 11. Das ist Zeile 180. Neuer Punkt 11. Da war noch ein bisschen Diskussion, Entschuldigung, ich frage jetzt einfach mal in den Raum, ist das alles geklärt? Okay, Grumpy. Ich habe als PG, ich hatte das gestern kurz, okay, dann spreche ich das kurz an, also Top 11 war kurz in der Referentenrunde, auch gestern war jetzt nur die Frage, weil da standen ursprünglich halt drin Michelle und oder Dirk und oder Nico. Jetzt hatten wir dann gestern grob die Idee eingesammelt, halt, dass es Michelle macht. Jetzt weiß ich noch nicht, weil zwischendurch war auch die Überlegung, ob Nico das machen könnte und oder Dirk. Euch ist es Peng? Mir ist es vielleicht Peng. Ich habe gesagt, ich will dazu was sagen, und zwar nur ein bisschen mehr als ein bisschen. Also ist uns das Thema Bundeswehr Peng. Wunderbar. Kein Danke. Das ist Fregattenthema. Okay. Okay, Entschuldigung. Ich mach. Gibt es jetzt eine abschließende, ist die Meinungsfindung abgeschlossen? Bleibst du dabei oder machst du das, Nico? Also Michelle. Okay, es ist, glaube ich, noch ein paar Minuten offen. Ihr könnt euch ja einigen, dann auch wer das macht, sonst nehmen wir es erstmal so, wie es da steht. Punkt 12. Nordrhein-Westfalen muss verstärkt Planfeststellungen für Bundesfernstraßen Brücken vorantreiben. Da gibt es noch Unklarheit, was die Abstimmungsempfehlung angeht. Scheint wohl unbenommen zu sein, dass der Antragsinhalt ganz in Ordnung ist. Die Frage, ob man dem tatsächlich dann vollumfänglich, das sollte ja immer so sein, vollumfänglich zustimmt oder ob man sich halt enthält. Wer führt da die Einigung? Kümmere ich mich drum. Wer? Okay, Grumpy klärt, dass das noch abgestimmt wird, geklärt wird, wie die Abstimmungsempfehlung aussieht. Dann haben wir 13, und jetzt muss ich schon wieder, bitte weiter scrollen, wenn es geht. Oder hier, okay. Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Das ist ein Gesetz, da sind wir über alle Fraktionen dafür. Da werden Bundesmittel an Kommunen verteilt. Okay, die kriegen vielleicht ein bisschen weniger, die Kölner, höre ich gerade. Aber da wir hier auf Landesebene abstimmen, haben wir uns entschlossen, da auch zuzustimmen. Gleiches gilt für das Nächste. Da ist eine rein formale Regelung, die bei dem Viertes, jetzt ist die Überschrift gerade weg, jetzt kann ich sie nicht vorlesen. Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen haben wir ganz intensiv diskutiert und haben uns trotzdem dann alle, also fraktionsübergreifend, zu einer Zustimmung entschlossen. Nicht so sehr beim folgenden Punkt 15, achtes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Da geht es mal wieder darum, dass Befristungen gestrichen werden und dass Evaluationen, die gemacht werden sollen, nicht durchgeführt werden. Und es ist richtig, was da steht, dass wir uns im Innenausschuss enthalten haben. Es ist aber ein Punkt noch da drin, das Landeszustellungsgesetz, wo wir im letzten Jahr noch trotz unserem Widerstand eine Ergänzung zur DE-Mail wurde da eingebaut. Da soll jetzt eine Befristung entfallen, obwohl die E-Mail noch nicht evaluiert wurde. Die Evaluierung wurde in Aussicht gestellt, ist aber noch nicht erfolgt und trotzdem soll das Ding jetzt unbefristet gelten. Das finden wir dann auch durchaus ablehnenswert. Und deswegen steht da Ablehnung für diesen Fall.
Punkt 16. Gesetz der Änderung, Gesetz der Befristung, das ist das Gleiche im ländlichen Raum. Da scheint irgendwie die Stimmung ein bisschen anders zu sein. Da ist eine Zustimmung empfohlen worden. Das nehmen wir dann so hin, wenn das von den Fachabgeordneten so vorgegeben wird. Der 18. Staatsvertrag, Punkt 17. Was denn? Da gab es eine Zwischenfrage von Daniel. Daniel, möchtest du? Das noch einmal mit Mikro. Ich habe noch ein bisschen den Mund frei. Das stört aber nicht. Also mich nicht. Ich frage mich nur gerade, ob die beiden Abstimmungsempfehlungen in diesen beiden Tagesordnungspunkten auch so zueinander passen. Wie soll das, du möchtest jetzt Danneboot fragen, ob die Befristungen, die aufgehoben werden, in Ordnung sind? Nee, ich möchte fragen, ob die Abstimmungsempfehlungen in den beiden Punkten, ob die zueinander passen. Also sind ja unterschiedliche Themen. Das wird mir weder Danneboot noch du wahrscheinlich direkt beantworten können, weil ihr werdet weiterhin dabei bleiben. Aber ich sage jetzt mal ganz laienhaft gesagt, in dem einen Gesetz oder bei dem einen Gesetz stimmen wir einer Entfristung halt nicht zu und bei dem anderen halt schon. Das kann ja sachlich irgendwie begründet sein. Ist vielleicht nur dann schwierig, wenn du dich zum Beispiel vorher hinstellst und sagst, ja, wir finden aber Entfristungen irgendwie doof. Und im nächsten Tagesordnungspunkt sagt Danneboot, das ist total gut, dass wir hier eine Entfristung machen. Können wir machen, dann gehe ich aber halt raus zu dem Zeitpunkt. Okay, Grumpy, und dann habe ich noch einen Satz dazu. Also um das Ganze dann, weil gestern auch in der Referentenrunde ich ganz brause fragte, weil du hast jetzt gerade Punkt 15 und 16 angesprochen, ich werfe noch Punkt 14 ins Rennen, weil auch da geht es ja um eine Entfristung. Und wir hatten diese Diskussion auch und ich würde fast sagen, hier ist dann doch die Einzelfallentscheidung eher ausschlaggebend, egal was teilweise. Ich weiß es nicht, wie ihr das seht. Also ich könnte es uns noch ergänzen, bei Punkt 15 zum Beispiel, bei dem Inneren, da ist ein Euro-Einführungsgesetz auch dabei, was jetzt entfristet wird. Da würden wir auch zustimmen, wenn das der einzige Punkt gewesen wäre. Das wäre unproblematisch. Also insofern gehe ich auch davon aus, dass eine Sachentscheidung im Punkt 16 ist, dass wir da zustimmen. Möchtest du was sagen, Danneboot, oder nicht? Muss nicht. Es kommt. Also ich würde gar nicht so prinzipiell an Befristungen rangehen. Also sagen, wir sind immer dagegen. Wenn es einen guten Grund gibt, dann kann man es machen. Also, ne? Okay, noch vielleicht eine Erklärung zu der Befristung. Das ging ja mal so grundsätzlich zu den Befristungen. Es gab ja mal ein Demokratieabbaugesetz oder irgendwie sowas hieß das vor einiger Zeit, wo dann vereinbart wurde, dass alle Gesetze, das war der nächste Bürokratieabbau. Okay, Entschuldigung, ja, ich bin schon ein paar Punkte weiter, da ist am Donnerstag. Bürokratieabbaugesetz, da wurden alle Gesetze befristet, weil man sagte, vielleicht brauchen wir das ja gar nicht, gucken wir nach 5 Jahren nochmal. Das ist bei manchen Gesetzen gut und richtig, das sich anzugucken. Und es gibt aber auch welche, die überdauern halt die 5 Jahre. Ich denke jetzt gerade an Terrorabwehr, aber das Berlin lassen wir jetzt mal weg. 18. Staatsvertrag, da kommen wir jetzt wieder zu einer Überweisung. Da gibt es jetzt nur noch Einbringungen auch. Noch ein paar Gesetze, das heißt, da werden wir die Reden wahrscheinlich wieder zu Protokoll nur bekommen. Punkt 17, Punkt 18, Punkt 19, denke ich mal auch. Bitte mal weiter scrollen. Oder hier. Ja, Gesetz über Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen, ganz, ganz spannendes Thema. Aber auch Überweisung 20. Also es kommen noch ein paar Gesetze jetzt, die werden alle nur eingebracht. Und überwiesen in die jeweiligen Ausschüsse. Das heißt, wir bekommen wieder viel Arbeit. Können wir weitermachen? 20, 21, 22, haben 22 Nachwahl Mitglied der Medienkommission. Vorschlag der SPD. Gibt es dazu? Okay. 22 gibt es eine Frage. Da steht ein Fragezeichen, ja.
Entschuldigung, Grumpy, ja. Genau, da werde ich im Laufe des Tages noch mal kurz mit Jan drüber sprechen, denn da gab es jetzt die Überlegung, Medienkommission, wie war das nochmal, mit Vorstellung von Leuten, ob wir der Person halt einfach so seitens der SPD zustimmen können, da meldet sich dann auch der Fachabgeordnete und ich lasse meine Frage mal so im Raum stehen. Bitte, Lukas. Also die Vertreter der Medienkommission unserer Fraktion haben sich ja auch nicht in anderen Fraktionen vorgestellt und das ist halt immer eine Fraktionsentscheidung gewesen. Insofern denke ich nicht, dass es nötig ist. Also das wäre ein Novum für uns. Okay. Aber das hätte ja auch bedeutet, dass wir bei der ersten Wahl, bei der ordentlichen Wahl der Mitglieder, uns alle 1200 Leute hier hätten einladen sollen, um sie dann mal zu befragen. Ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Okay, danke für die Klarstellung. Jetzt Punkt 23, 24, außerplanmäßige Ausgaben, die erhalten wir zur Kenntnis. Und dann haben wir den Top 25, Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des Landtages. Gibt es da Redebedarf zu? Dann kommen wir zu den in den Ausschüssen erledigten und Beschlüssen zur Petition. Dann haben wir den Tag durch. Dann kommen wir zum Donnerstag mit einer aktuellen Stunde. Entschuldigung, ja, der ist so klein. Vorstellung und Vereidigung einiger Mitglieder der Landesregierung. Da hätte man auch drei reinschreiben können oder ist das noch unklar, ob da. Ich mache das mal hier so rein. Ich sag mal. Wer stellt denn den Familienbericht vor? Die Familienministerin. Welche? Die nicht vereidigte? Die Familienministerin, die am 3. Okay, also das war jetzt auch ohne Mikro die Ankündigung, dass wir erwarten, dass die Ministerin den Familienbericht vorstellt, die am 30.09. Familienministerin ist. Davon gehen wir mal alle aus und lassen uns dann überraschen, was passiert. Okay, also den Punkt 1 haben wir jetzt. Wir gehen von drei Ministern aus, die da vereinigt werden, Ministerinnen und Ministern, und haben jetzt die aktuelle Stunde. Da ist als Redner Dannebaut eingetragen mit zwei Redebeiträgen. Können wir ein bisschen mehr Ruhe haben vielleicht? Auch wenn, glaube ich, nur das Mikro übertragen wird, aber das wäre schon ganz gut. Grumpy, du hast eine Anmerkung dazu? Ja, ich habe nur die Nachfrage. Wir hatten da gestern in der Runde halt gesagt, weil insgesamt sind halt 7 und 5 Minuten, hat denn noch jemand anders außer Dannebaut, also gibt es in Bezug auf Braunkohle, Energie, Wirtschaft, die Überlegung, andere Dinge mit anzuschieben, wie zum Beispiel Ende Gelände, was dann Ressort innen wäre, oder wie wollen wir draufhauen? Dannebaut, ja. Der hat jetzt schon was reingeschrieben als Stellungnahme. Da geht das eigentlich draus hervor, wir können uns das aufteilen. Ich kann beide machen, aber es kann auch jemand anders, der gut, das muss jemand sein, der wirklich draufhaut. Ja, deshalb kann das, also muss ich das nicht unbedingt alleine machen. Ich kann es alleine machen, aber es muss jemand sein aus dem Innenausschuss, ist eine gute Idee. Normalerweise würde Kai Schmalenbach das ja machen, weil es fällt ja noch aus. Und Olli ist, weiß ich jetzt nicht, ob... Ja, okay. Also ich denke, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde das auch okay, dass das da steht. Ich würde den jetzt auch nicht so in den Innenausschuss reinbeziehen. Außerdem haben wir ja da auch schon das zusammen gemacht. Also ich denke, dass das gut wäre, wenn du da diese beiden Seiten machst. Okay, dann kommen wir zum Punkt 3, Betreuungsgeld. Gibt es da noch keine, ich habe mir irgendwie gedacht, dass der Antrag vielleicht zurückgezogen wird, nach der Bundeseinigung. Macht nicht mehr so viel Sinn, aber okay. Da sind wir dann dafür. Bin gespannt auf die Redebeiträge der anderen. Dann kommen wir zum Gesetz, zur Änderung des Gesetzes, zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes. Das wird ganz intensiv und heiß diskutiert werden, nehme ich mal an, von Oliver. Und dann erstmal überwiesen.
wie das so mit Gesetzen ist. So, den sogenannten ökologischen Abfallwirtschaftsplan zurückziehen möchte die CDU mit direkter Abstimmung. Und wenn wir ein bisschen weiter scrollen, kriegen wir da auch die weiteren Ausführungen der Referentin. Und da ist Danneboot wieder mit im Boot. Und dass ich auch, dass wir dagegen stimmen werden. Ja. Dann Punkt 6, Integrationsplan Flüchtlinge, hatten wir eben schon, ist mit der Unterrichtung im Nachtragshaushalt zusammengefasst worden. Dann neue Nummerierung. Neue 6 ist, unterschiedliche Bearbeitungszeitungen dürfen nicht zur Ungleichbehandlung führen, Betreuungsgeldanträge bewilligen. Das ist eine Überweisung. Daniel spricht. Dann haben wir, das war das Demokratieabbaugesetz, was ich eben meinte, Kommunalvertretungsstärkungsgesetz, hier genannt. Entschuldigung, gab es da noch eine Rückfrage? Grumpy? Jetzt ganz kurz, weil ich habe doch kein Problem damit. Die Überlegung, diesen Antrag gar nicht mehr zu überweisen, sondern direkt abzustimmen, nehme ich dann jetzt mal so mit, weil dann werde ich die anderen PGF mal fragen, falls es nicht gerade durch Zufall mitkriege. Ja. Wenn sich da niemand gegen ausspricht. Okay, nehme ich als Auftrag mit. Ja, okay, das betraf jetzt den Punkt Neupunkt 6. Betreuungsgeld, Ungleichbehandlung, langsame Arbeitszeiten in den Ämtern. Das ist ja der Fokus dabei. So, dann haben wir die Einbringung des Demokratieabbaugesetzes und da redet Thorsten. Dann haben wir 8 Bestärkung der betrieblichen privaten Alters. Noch eine Wortmeldung, Grumpy, okay, zu 7. Wir kennen das, wir sind seit 2012 hier drin. Ich selber habe dies auch mehrfach praktiziert, bin dafür auch von mehreren Ministerinnen und Ministern hier gescholten worden. Regulär sagen wir halt, die Diskussion im Ausschuss findet statt. Ich selber bin eigentlich immer noch der Meinung, ein schlechtes Gesetz muss eventuell noch nicht einmal so weit kommen. Es wurde gestern noch einmal die Frage in den Raum gestellt, ob wir bei dem Thema der Sperrklausel oder dem Demokratieabbaugesetz überhaupt einer Überweisung zustimmen sollten. Ich habe das jetzt mal aus der Referentenrunde so hier reingetragen, wie es gewünscht war. Eure Meinung dazu? Simone? Du hast die Sitzungsleitung. Ja, Rückfall in alte Gewohnheiten. Okay. Im Grunde hast du recht. Ich möchte aber daran erinnern, wie im Saarland mit Piratenanträgen umgegangen wird und was die dann vielleicht auch konsequenterweise bis 2017 mit unseren Anträgen machen. Das ist doof, aber das ist so, das können die. Okay, dann gab es Wortmeldungen Michelle und dann Olaf. Da wir vorher anderen Überweisungen zustimmen, hinterher anderen Überweisungen zustimmen werden, sehe ich jetzt die Gefahr nicht, zumal wir hier in Nordrhein-Westfalen einfach auch eine ganz andere politische Kultur haben und die Presse würde das nicht sehr gut aufnehmen, wenn die kleinste Oppositionsfraktion einfach immer wegbügeln würden. Davon ab, wenn der Redner das ankündigt und man das sagt, ganz klar, wie wir uns verhalten werden, warum wir uns so verhalten werden, glaube ich, wäre das mal ein Zeichen, das sehr ungewöhnlich wäre und ich würde das tatsächlich befürworten bei genau diesem Gesetzentwurf. Olaf? Ja, ich bin vielleicht immer der mit der Enthaltung, aber ich würde genau sagen, genau um diesem, nicht, dass die auch demnächst gegen unsere Anträge bei der Überweisung stimmen, sich eben an der Stelle zu enthalten. Wir haben eigentlich gar keinen Beratungsbedarf für dieses Gesetz. Wenn die anderen das noch haben, bitte gern. Wir sind eh dagegen, egal was jetzt. Ne? Also da sind wir soweit so ehrlich, ne? Egal was die Beratung mehr oder weniger bringt. Von daher kann man sich da eigentlich, finde ich, gut enthalten. Auch genau mit der Begründung wäre auch noch eine Möglichkeit. Möchte ich mit in die Diskussion geben. Okay, Toso. Einmal sachlich, egal was wir hier für Anträge, für Gesetzentwürfe haben, die dann überwiesen werden sollen, kann man halt sagen, da hat es vorab wenig bis keine Befassung des Parlaments mit gegeben. Das ist hierbei halt nicht der Fall. Also die letzten Monate gab es da einen sehr regen fachlichen Austausch zuletzt im Freier von Stein-Institut in der Wilhelms-Universität in Münster, wo auch die
diejenigen, die auch in der Verfassungskommission für SPD und CDU sprechen, vor Ort waren. Und auch da ist Ihnen nochmal von Fachleuten gesagt worden, dass das kompletter Unsinn ist. Da gab es also fachlich durchaus schon eine Vorbefassung zu. Und an der Stelle kann man halt nicht sagen, müssen wir mal drüber reden, vielleicht gibt es ja irgendwo was Neues. Nö, gibt es nicht. Also von daher fachlich schon einfach daneben. Die Vorbefassung hat quasi auch schon stattgefunden. Nächster Punkt ist ganz einfach. Immer, also Simone hat mich gerade davon überzeugt, da wirklich gegenzustimmen. Immer wenn ich mich hier von Angst treiben lassen muss, ist das falsch. Immer wenn ich meine Entscheidung nur von Angst abhängig mache, werde ich sie anders treffen. Aber das ist halt nicht die sachliche Geschichte, sondern die rein emotionale. Danke. Ja, danke dafür. Ich finde den Move tatsächlich sehr interessant und gut. Ich glaube auch, dass das geht. Also wenn ein Antrag keine Mehrheit für eine Überweisung kriegt, dann ist er tot. Bei einem Gesetzesvorschlag aus den Reihen der Fraktionen, glaube ich, ist das ähnlich. Landesregierung wäre es vielleicht anders. Insofern Aufruf, nicht zu überweisen, finde ich eine gute Idee. Nehmen wir mal so. Ja. Genau, also kommen wir jetzt zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Da haben wir wieder eine Überweisung. Das ist soweit unkritisch. Jetzt gibt es noch von unserem, oder war das nur eine Handbewegung fürs Pad? Okay. Gut, im Stream hat man es vielleicht gesehen, er hat nur gescrollt, auch wenn er mich verwirren wollte wahrscheinlich. So, jetzt haben wir noch das Gesetz zum Nachtragshaushalt, was erst am Vortag eingebracht wurde, was hier in zweiter und dritter Lesung direkt verabschiedet wird. Vielleicht für einige, die sich wundern, weil das hier natürlich nicht draufsteht. Wir werden uns an dem Tag, am Vortag ist das überwiesen worden in diverse Ausschüsse. Wir werden uns am Donnerstag um 8.30 Uhr hier im Innenausschuss, im Haushaltsfinanzausschuss und im Kommunalausschuss mit dem Gesetz befassen und dann halt an dem Nachmittag am Donnerstag in zweiter und dritter Lesung das voraussichtlich positiv abstimmen. Gleiches gilt für das Flüchtlingsaufnahmegesetz, also das Änderungsgesetz zum Flüchtlingsaufnahmegesetz, was hier mit dabei ist, was auch am Vortag schon mit dabei war. Kurze Erklärung dazu, weil wir im letzten Jahr zum Flüchtlingsaufnahmegesetz eine intensive Anhörung hatten. Das werden wir auch noch zu einem zukünftigen Änderungsantrag für das Flüchtlingsaufnahmegesetz im nächsten Jahr haben. Diese Änderung hier betrifft nur Dinge, die im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 2015 zu ändern sind im Gesetz. Und insofern würde das hier auch von uns positiv abgestimmt werden. Okay, also es ist nicht mehr unsicher. Ja, das ist nicht mehr unsicher, das ist geklärt. So, dann kommen wir noch zu einem Antrag der CDU, Punkt 10, der auch mit Flüchtlingsfragen zu tun hat, aber sich doch konzentriert auf den Schulunterricht und deswegen separat bleibt und nicht mit dem eine Wortmeldung von Dietmar dazu. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum das nicht am Mittwoch auch zu Top 3 verhandelt wird. Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat Grumpy da was aus der PGF-Runde. Halt die Frage im Hinterkopf vielleicht. Genau, weil die CDU das so beantragt hatte und ich dem Votum der CDU zugestimmt habe. Wir hatten halt von uns aus, Dietmar, keinen Antrag jetzt, den wir hat in dieser Thematik. Okay, jetzt kommt noch ein tolles Projekt, die Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt verbessern. Das ist das Geldvermehrungsgesetz für die Räte. Ist kein Gesetz, Entschuldigung. Das ist ein Antrag aller vier Fraktionen außer uns an die Landesregierung, verschiedene Gesetze auf den Weg zu bringen, damit halt mehr Geld an die Fraktionsvorsitzenden und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden fließen kann. Wir haben uns entschieden, diesen Antrag abzulehnen und werden dazu auch diverses sagen. Das werde ich, glaube ich, tun. Ja. Rückfrage von Grumpy. Da steht ja noch, fehlt Entschließungsantrag? Richtig, der ist, sobald ich die Sitzungsleitung hier wieder abgeben kann, der ist in Arbeit, der ist quasi fertig, den hatte ich nur noch nicht rumschicken können. Da würde ich um Zustimmung bitten. So, dann kommt
Entschuldigung. Ja, Simone? Kannst du einen Satz dazu sagen, was der Entschließungsantrag dann will? Also wahrscheinlich ja dann nicht diese monetäre Steigerung. Nein, das möchte er nicht. Da ich Sitzungsleitung mache und neutral bin, würde ich das Wort an Toso übergeben, der sich gerade gemeldet hat dazu. Ja, also gerade in Verbindung mit dem Antrag für kommunale Sperrklauseln ist das nichts anderes als eine Selbstbedienung von CDU, SPD und Grünen. Und dem müssen wir mal einfach ganz klar widersprechen. Dazu kommt halt, dass unsere Kommunen fast alle klamm sind und die Kohle nicht haben. Das Ganze ist nicht konnexitätsrelevant, weil diese Regelung schon vor 2005 bestand und es nur eine Anpassung dieser Regelung ist. Im Entschließungsantrag steht, dass wir grundsätzlich für eine bessere Ausstattung sind, aber das nicht auf die Fraktionen haben möchten. Und ich meine, wir wollen eine Landeskomponente da drin haben, wenn ich jetzt das richtig erinnere. Ja, genau. Ich schicke das gleich rum. Dass das nicht die Kommunen alleine schultern müssen. Genau, dann haben wir Fragestunde. Da sind als erstes Fragen von uns, von Nico und von Creon noch drauf, die da behandelt werden. Frage wäre, gibt es da vorbereitete Nachfragen oder sollen wir da was nachfragen? Ja, aber komm, also wenn da noch Bedarf ist, gehen die rum. Okay, kommt dann noch von den Fragestellern. Gut. Dann haben wir Schutz vor Gewalt und Recht auf Unversehrtheit für Menschen mit Behinderung umfassend gewährleisten. Ein Antrag direkte Abstimmung. Grumpy redet. Wir sind dafür, hatten wir. Ja. Dietmar, okay. Wie viel gab es denn aus der letzten Fragestunde noch übrig an Resten? Zwei? War da nicht zwei? Das sind deine, die und die. Also, okay. Und Herr Witzel kommt aber danach. Das heißt, wir sind zuerst, meine ich. Ne? Ich glaube schon. Aber die FDP hat auch wieder eine neue Frage eingereicht. Also wir werden da schon die Zeit füllen können, glaube ich. Kunstwerke im Besitz der öffentlichen Hand inventarisieren, ist alles ausgefüllt, ist wieder eine Überweisung. Kindertageseinrichtungen ebenfalls Überweisung. Und ich glaube, das war der letzte Punkt auf der TO am Donnerstag. Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Okay, dann sind wir damit durch. Gibt es insgesamt noch Nachfragen zur Tagesordnung des Plenums morgen, übermorgen? Nein, das heißt, wir wären jetzt bei Top 5 Sonstiges. Da gab es eine Eintragung, Schaffung Kernarbeitskreise von Michel. Ja, müssen wir leider noch mal schieben. Ich habe es nicht geschafft, entsprechend mit allen Leuten zu reden, mit denen ich dazu reden wollte. Und ich will nicht, dass hinterher irgendwie das Gefühl entsteht, ich hatte Leute ausgelassen und so weiter. Da gab es eine Arbeitsgruppe zu, da gab es Vorschläge zu, auch schriftliche Sachen. Ich würde die gerne alle noch mal durchsprechen. Werde ich in den Herbstferien machen. Ich habe jetzt 2 Wochen Zeit und dann werde ich entsprechend in der ersten Sitzung nach der... Ja, Grumpy, ich nehme dich auch gerne mit. In der ersten Sitzung nach den Herbstferien werde ich das dann vorstellen. Ja, okay. Hört sich sinnvoll an. Gut, danke dafür. Dann nächster Punkt, Grumpy, von dir. Genau, ich wollte nur kurz daran erinnern, auch diese Woche ist wieder Themenmumble am Donnerstag und wollte ganz einfach mal fragen, wir hatten ja in der vergangenen Sitzung angedacht gehabt, dass wir eine Kommunalrunde machen, das Thema der Kommunen nach vorne bringen. Jetzt schaue ich mal an die beiden Kommunalvertreter, ob wir das Thema mit der Sperrklausel vielleicht behandeln wollen. Das war so eine Idee, weil die Diskussion selber findet ja auch relativ zeitlich ungünstig Donnerstagabend statt, ob man das miteinander kombinieren soll, kann auch nach innen. Toso. Ja. Also zum einen, wenn das länger geplant ist, wäre es gar nicht schlimm gewesen, das schon bei Beginn der Planung weiterzugeben. Zum Zweiten, wie lange geht der Plenartag? Ich weiß nicht, ob wir das dann genau schaffen werden. Aktueller Tagesordnung bis 19.30 Uhr. Bis 19.30 Uhr, das würde 20 Uhr passen. Allerdings sollten wir dann bei der Einladung dazu schon schreiben, sollte der Plenartag sich nach hinten verschieben, werden wir nicht pünktlich anfangen können.
es erwartet ja keiner von uns, dass wir für eine Fraktionsinformation aus diesem Plenarsaal gehen. Das ist nicht der Anspruch, den wir an uns und auch an andere richten. Ja, wir hatten das zwar auch schon mal zur Flüchtlingsfrage, da wurde ich von euch entlassen oder beurlaubt, oder wie auch immer man das jetzt nennt, oder für die letzte halbe Stunde, weil ich da das Thema Mambel dann schon begonnen hatte. Kommt allerdings jetzt auch ein bisschen überraschend, wie fix ist jetzt dieser Themenvorschlag oder gibt es noch einen anderen? Wir haben noch nichts. Okay. Gut, da das ein kommunales Thema ist, wenn wir uns das teilen, Tose, oder ich denke, dann kriegen wir das hin, dann machen wir das halt. Wenn noch kein anderer, was ist mit Familie vielleicht, wird sich ja auch anbieten, nicht? Okay. Gut, Grumpy nochmal. Zur Not können wir auch einen Plenarrückblick einschieben, weil wir haben ja nur zwei Tage. Und ich denke mal, die Haushaltsberatung und die Entscheidung sind dann ja auch schon alle gefallen. Ich würde mich zum Beispiel auch für einen Plenarrückblick dann anbieten, wenn jemand was dagegen hat. Geht auch in Kombination Haushalt? Ein Plenarrückblick mit Schwerpunkt Sperrklausel? Auch das. Wie ihr wollt. Ich würde den Plenar, das finde ich eine sehr gute Idee, den Plenarrückblick nach vorne stellen. Wir werden zur Sperrklausel noch diverse Themenmumbles haben. Vor allen Dingen werden wir im Umfeld einer Anhörung, die es sicherlich geben wird, kann ich mir vorstellen, da auch eine größere Runde zu haben. Und gut, verbleiben wir so, dass wir den Plenarrückblick nach vorne stellen und gerne den kommunalen Aspekt dann mit dabei nehmen. Gut, das wäre dann 11:13 Uhr. Jetzt gibt es noch eine Okay. Dietmar, noch eine Frage. Ein Hinweis unter sonst. Danke. Ein Hinweis unter Sonstiges. Am Donnerstag findet da möchte ich noch mal daran erinnern, um 8.30 Uhr eine Sondersitzung des Haushaltsfinanzausschusses, des Innenausschusses und des Kommunalausschusses statt. Bitte? Gemeinsam, die Hütte wird voll, die Sitzung ist öffentlich, ihr seid alle herzlich eingeladen, um 8.30 Uhr zu kommen. Oder auch natürlich externe Zuschauerinnen und Zuschauer, die gerne sich das mal angucken möchten, ganz früh im Landtag sein möchten, um 8.30 Uhr. Mit oder ohne Frühstück? Ohne Frühstück, es werden keine Häppchen gereicht, es gibt aber Kaffee, den man käuflich erwerben kann. Gut, hallo, so einer nach dem anderen, jetzt hatten wir eine Rednerliste, Ingo bitte und dann Michelle und dann Nico. Wenn die anderen Redebeiträge sich auf Dietmar beziehen, stelle ich meinen zurück. Hast du auch ein anderes Thema? Du hast ein eigenes Thema, ja. Was bisher nicht auf der Tagesordnung steht. Und da sonstiges eine kleine Nachfrage, aber ich wollte jetzt okay. Eigentlich... Also, gut, dann Michelle. Die Diskussion dauert jetzt länger als meine Frage. Michel, du hast das Wort. Ich habe das Wort, cool, dann sage ich jetzt was. Ich möchte was Außergewöhnliches tun und noch einen Teil für die nicht öffentlichen Teil beantragen. Ich würde gerne 10 Minuten kurz über Sperrklausel und die Verfassungskommission reden. Achso, Begründung ist Strategie. Da wir den Punkt schon hatten, glaube ich, geht das dann damit zusammen. Und jetzt Nico, bitte, du hattest noch einen Teil. Ja, ein Hinweis oder vielmehr eine Bitte bezüglich der Sitzungsvorbereitung. Wir hatten das jetzt so mit den Pads, dass ich mir die angeguckt habe und dann waren die aber, also ich gucke mir die montags an und dann... ist das dann dienstags, aber der Inhalt teilweise verändert. Teilweise auch so, dass bevor ich dienstags losfahre, gucke ich da rein und wenn ich hier ankomme, ist dann die Tagesordnung teilweise verändert. Von wem auch immer, das ist ja auch schwer nachvollziehbar. Insofern nur ich habe auch keine Lust, im Timeslider dann nachzugucken. Einfach so, damit man irgendwie einen festen Bezugspunkt hat, wie die Tagesordnung aussieht, dass irgendwie montags noch einmal per E-Mail an alle rausgeht, damit man da einen festen, auch eine feste TO hat, die, wo man dann nachher nicht diskutieren muss, was stand da drauf und was ist erst nachträglich dann hinzugefügt worden. Das wäre, fände ich, hinfällig.
Kurze Nachfrage, Nico, nur zum Verständnis. Meinst du die Tagesordnung oder das Plenarpad? Erstmal die Tagesordnung. Plenarpad könnte man dann im zweiten Schritt auch drüber nachdenken. Also Tagesordnung, danke, dass du das ansprichst, weil das wird auf jeden Fall, ist in Planung, das so zu machen, wie du gerade gesagt hast. Ganz genau. Das Plenarpad ist sicherlich ein Work in Progress bis zur Sitzung hier, wo sich immer noch Dinge ändern. Okay, Grumpy? Dazu erweiternd, weil Nico mich da gerade darauf hingewiesen hatte, ja, ich habe im Vorfeld dieser Tagesordnung einen Fehler begangen und Frank hat mich darauf aufmerksam gemacht und wir haben ihn halt eben korrigiert, das war der Umlaufbeschluss. Ich bin halt heute Morgen oder vielmehr gestern Abend spät nicht mehr in der Lage gewesen, bis 10 zu zählen. Und das hat Frank halt gerade mal, oder ich habe es dann mal eben korrigiert, nachdem Frank mich darauf aufmerksam gemacht hat. Von daher möchte ich mich dafür entschuldigen. Gut, aber wie gesagt, das ist auf dem Weg. Jetzt noch Ingo als letzten Punkt. Zwei organisatorische Fragen. Bleibt es dabei, dass wir uns an den Plenartagen um 9.30 Uhr hier treffen? Durchaus bleibt es dabei, dass wir uns an den Plenartagen treffen. Ja. Wir werden sicherlich, oder sagen wir mal so, es ist nicht abschätzbar für die drei Ausschüsse HFA, Inneres und Kommunales, wie sich das am Donnerstag verhält, ob die Sitzung dann schon vorbei ist. Die fehlen halt dann notwendiger. Also das okay, kann ja sein. Es ist angedacht, dass wir uns trotzdem hier um 9.30 Uhr treffen. Das ist nach wie vor so, ja. Okay. Zweite Frage. Es gab den Wunsch gelegentlich, dass ich beim nicht öffentlichen Teil gleich dabei bin. Wie sieht das für heute aus? Soll ich bleiben? Das wird dann, glaube ich, damit dir noch dann gesagt. Das ist ja Bestandteil der nächsten Punkte. Ja, ich glaube auch. Okay, jetzt haben wir es geschafft auf 11.18 Uhr mit allen Tagesordnungspunkten durch zu sein. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann machen wir jetzt die Pause, beenden den öffentlichen Teil. Freut euch alle auf morgen, auf spannende Plenartage. Und danke fürs Dabeisein. Tschüss. Pause bis, was haben wir denn, 10 Minuten reichen, 11.30 Uhr, ne? Ja, machen wir 11.30 Uhr. 11.35 Uhr, ausnahmsweise.